Creepy Jar präsentiert Green Hell, das neue Abenteuer mit mir, mit Pulsar, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Spiel bei mir auf dem Channel, zu einem weiteren Let's Play. Ja, ein neues Let's Play, ich will was versuchen, ich will was testen. Und es ist, wie es im Titel steht, die Überlebens- bzw. auch die Urlaubsedition, besser gesagt. Denn ich befinde mich, wenn diese Folge läuft, momentan im Urlaub auf einer Rundreise. Und da dachte ich mir, was kann es Besseres geben, als ein komplett brandneues Let's Play aufzunehmen und für euch dann in meiner Abwesenheit sozusagen ein neues Spiel präsentieren zu dürfen, nämlich Green Hell. Und ich bin so gespannt, wie es eigentlich abgehen wird. Ich habe hier ein bisschen rumprobiert, habe die Option mal, habe das Geschriebene quasi mal auf Deutsch gestellt. Ich weiß, glaube, die Invoice ist es im Spiel. Da ist es wohl so, dass es Englisch gesprochen wird, aber ich möchte nicht groß rumlabern. Geschichte können wir, wahrscheinlich kommt das später, da gibt es wahrscheinlich einen Story-Modus dazu, aber ich will einfach überleben. Ich bin gespannt, was uns erwartet, und ich drücke einfach hier drauf und... Okay, wir spielen normal. Ich muss einen Spielstand aussuchen. Geht's jetzt los, wenn... Oh ja. Der Ladebildschirm, der ist sehr schön an der Zeichnung, und ich hoffe, wir kriegen eine Zwischensequenz zu sehen. Wenn dem so ist, halte ich mein Mundwerk und wir schauen uns an, was das Spiel uns zu bieten hat. Ja. Ah, okay, jetzt geht's los. Day one. Okay. I'm here. I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Überprüfe dein Funkgerät. Wir antworten, aber bevor wir das tun, möchte ich noch mal kurz aus dem Spiel rausgehen, und zwar, ich fliege jetzt hier rüber quasi. So, ich werde mich hierhin versetzen, aus dem einfachen Grund, weil... So, jetzt sind wir wieder da. Pausiert, fortsetzen. Oh, da haben wir ein bisschen geboxt. Aus dem einfachen Grund, weil hier unten links ja die Anzeige ist. Das wusste ich vorher nicht, und deswegen antworten wir. Ah, ich muss T drücken und hier. Alles klar. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Okay, also wir sind... Ich wette, du würdest gerne ein Nickerchen machen. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Oh, maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. So, Speichervorgang, nutze die Tasten W, S, A, D, um dich zu bewegen. Finde ein Lager, antworten. Oh, have you tied down the bow? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Ja. Still... Okay. Still, wow. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwocky village. Also, wir heißen Jake. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Also, wir sind wohl ein Anthropologe, ein Forscher, wir heißen Dr. J...
Oh, fallen lassen. Heißen Dr. Jake Higgins und sind mit einer Frau hier. Ist es unsere Frau? Ist es eine Partnerin? Habt ihr mit der mal eine Affäre? Ich weiß es nicht. Die beiden klingen auf jeden Fall sehr vertraut. Ich finde es auf jeden Fall schon mal mega geil dafür, dass es ein Spiel ist in der Early Access Version. Rausgekommen am 29.08. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, bevor ich es mir runtergeladen habe. So, und wir nehmen einfach mal Steine mit. Ich habe... Großer Stein. Erweitern. Ich habe keine Ahnung. So, da können wir halt hitten. Linke Maustaste ist zuschlagen, das heißt, wir werden unsere Fäuste wahrscheinlich auch noch brauchen, vermutlich. Und wir müssen jetzt ein Lager finden. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Können wir? Ne, der Supersportler vermutlich, gut, wir sind Forscher, wir sind wahrscheinlich kein Supersportler, kommt hier nicht hoch, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Wie süß. Also ich spiele hier im Gegensatz zu... Oh, kleiner Stock. Das können wir mitnehmen. Im Gegensatz zu der Auflösung auf YouTube spiele ich in 4K. Ja, ja, das bekomme ich gerade so noch hin. Nein, Quatsch, das kriegt meine Grafikkarte locker hin. Und es sieht fantastisch aus. Großer Stein, hier liegt noch ein Stock. Das können wir wahrscheinlich irgendwas craften später. Großer Stein. Und es sieht einfach auf den ersten Blick fantastisch aus. So, wir gucken uns hier ein bisschen um. Es ist ähnlich, naja, wie soll ich sagen? Das heißt ja grüne Helle und wir sind im Amazonas und so weiter. Thematisch, also beziehungsweise von der Optik so, erinnert mich das Ganze halt schon stark an The Forest, Wälder und so weiter. Ich weiß, wir sind nicht aus dem Flugzeug abgestürzt und wir sind mit dem Boot hergekommen und so weiter und so fort. Und wir sind ja nicht alleine. Eine Frau ist ja bei uns, dessen Namen wir noch nicht wissen. Und ich bin einfach mal ultra gespannt, was hier noch geschieht. Deswegen schlendere ich mal gerade so ein kleines bisschen durch den Wald weil ich mich einfach mal ein bisschen umgucken will. Alter, guck mal, wie geil das aussieht. Wow. Guck mal, die Blätter hier. So echte wie Bananenstauden, das bei denen halt ist, ne? Wo hier so, kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo hier schon ein bisschen so, naja, angetrocknet, ein bisschen welk ist. Es ist schon richtig geil gemacht. So. Was haben wir hier? Stein, den nehmen wir mit. Mit E nehmen wir Sachen auf. Wir haben 7 Steine gesammelt. Okay, und das ist das Lager. Okay, ich habe das Zelt gefunden. Okay, I found the tent. Is everything all right? Okay, und die Person, die mit uns reist, die junge Dame, heißt Mia. Nicht gerade eine 5-Sterne-Unterkunft. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. Okay. At first glance, it looks like we have everything we might need. Mhm. Perfecto. Okay, und ich vermute mal... Oh, Day 2. Schon. Okay. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. Mhm. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño. You know, I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Okay, also, finde ein Werkzeug, um Bäume zu fällen. Wir wissen schon mal, Schatz, Schiff gedrückt ins Rennen. Das heißt, mit der Mia haben wir ein Verhältnis, das ist unsere Freundin, Frau, das wissen wir noch nicht. So, The Lost Tribe. Es ist ihr Land, ihre Unterkunft oder ihre Umgebung, wie es auch schon tausende Jahre zuvor war. Jeder, der hierher kommt, muss das respektieren. Shabam, das sind wahrscheinlich die Einwohner hier. Es ist 3 Jahre her, als wir sie zuletzt sahen. Sie reagieren oft mit Angst zu Unbekannten, also haben Angst vor Unbekannten. Es ist verrückt, aber wir müssen ihnen helfen. Unser ganzer Plan hängt davon ab. Ah, schön. Das habe ich das für euch frei übersetzt. Man kann es natürlich auch sich übersetzen lassen. Dann lesen wir das. Brauche ich mir das nächste Mal nicht die Mühe zu machen. Das wollte ich hier schon, die English Skills und so, wollte ich hier schon großartig angeben damit. Naja. So, hier liegt eine Maske von denen wahrscheinlich, vermutlich, was weiß ich. So, hier haben wir noch eine Notiz. Dann lassen wir uns die mal von dem Spiel übersetzen. So, Tiere des Regenwalds, harmlos. Hinter all den Gefahren verbirgt sich so viel Schönheit in diesem Dschungel. Viele kleine Säugetiere dienen den Eingeborenen als Nahrungsquelle. Da sie reich an Proteinen und Fetten sind, stellen sie die perfekte Ergänzung zu Früchten und Gemüse dar. Okay, wir können ein Tapir ist da zu sehen, ein Kapibara, ein Armadillo. Okay, das sind alles Bewohner des Waldes, also Tiere. So, was haben wir hier? Yabahuaca.
Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Yabahuaca. Die Yabahuaca leben tief im Amazonas-Regenwald und gelten als einer der 80 verborgenen Stämme dort. Sie fürchten die moderne, grausame Welt und leben daher sehr isoliert. Werden sie uns willkommen heißen. Sie sind der Schlüssel und der einzige Hinweis darauf, wieso wir hier sind. Okay. Wir verbergen das Ganze. Hier können wir nichts lesen. Papierknüll. Also, die hätte mal aufholen können, unsere Freundin, Frau, was auch immer. So, hier ist etwas Confidential, also etwas Vertrauliches. Das dürfen wir nicht sehen. Das Poster dürfen wir uns noch angucken. Lesen. Mittlere Schicht, Blattwerk, Strauchschicht, Unterschicht. Das finde ich sehr schön. Damit ist also auch mein Bildungsauftrag für dieses Spiel erfüllt, liebe Kinder und Zuschauer. Wir haben gerade etwas über den Amazonas. So, finde ein Werkzeug. Naja, das sieht ja schon mal gut aus. Zack, wir nehmen die Machete. Okay, Tagebuch, neuer Eintrag, kleines Feuer. Halte C gedrückt und das Navigationsrad. Okay. Wähle das Tagebuch aus und das Feuerzeichen. Und dann das Feuerzeichen. So, Tagebuch. Was war denn das gerade? Wir brauchen ein kleines Feuer. 6-mal kleiner Stock und 8-mal Stock. Um den Bau zu wählen, drücke auf das Symbol. Linke Maustaste. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das mal hier hin. Halten an Demontieren. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Oh. Also da fehlt noch eine Tasche. Beende den Bau des Feuers. Okay, jetzt habe ich Mist gebaut. Also ich muss C drücken. Was macht er denn? Warum macht er so komische Geräusche, wenn er was bauen soll? So, hineinstecken. Kleiner Stock. Ach, halten an demontieren. Also wenn man es doch nicht haben will. Wir haben doch so viele. Hä? Verstehe ich nicht. So, kleines Feuer. Wie geht denn das? Muss ich jetzt was abholzen, wenn ich jetzt... Macheten plus 1. Macheten plus 1. Das muss ich mal gerade ein bisschen gucken. So, Wasser halten, sauber. Das ist schon mal sehr gut, dass das angezeigt wird. Da spare ich mir natürlich eine Menge. So, ich mache den jetzt einfach mal um. Vielleicht ist ja genau das, was wir brauchen. Das ist jetzt... So. Oh, langer Stock. Stock? Achso, fallen lassen mit Q. Das heißt, es gibt verschiedene Stöcke. Es gibt normale Stöcke, es gibt kleine Stöcke. Ich vermute, Liane halten und nehmen. Okay, das ist ein Stock. Okay, das ist ein Stock. Das ist ein kleiner... Alter, das müssen wir erstmal alles lernen hier. So, ich renne mal ein bisschen. Na, hier unten links geht unsere Ausdauer dann runter. Okay, perfekt. Das heißt, unsere Stöcke, die wir am Tag 1 gesammelt haben, sind jetzt weg, oder was? Habe ich das richtig gesehen? Richtig gedeutet? Alter, ja, komm, Junge, beruhig dich. Okay, hier oben. Okay, alles klar. So. Nee, den Langstock brauche ich nicht. Hör auf, den brauchen wir vielleicht später. Wir brauchen nur diesen. Kein Platz mehr. Was? Warte mal. Kleiner Stock. Rucksack. Warte, wir gucken mal in den Rucksack rein. Was ist denn da drin? Blätterhaufen, Stein. Hä? So, wie gehe ich jetzt hier wieder raus? Okay, nehmen. Ich habe keine Ahnung, was wir dazu... Warte mal. Wir brauchen noch 8 kleine Stock. 6 kleine Stock. So, das ist springen. Nein! Das war natürlich der falsche. So, ich probiere es mal mit den kleinen Stocken. Vielleicht müssen wir die kleinen Stöcke zuerst dran montieren. Ich habe keine Ahnung. So. Kleiner Stock. Einer fehlt noch. Vielleicht muss das eine richtige Reihenfolge haben, quasi, wie wir Sachen nehmen müssen. Hier sind auf jeden Fall noch kleine Stöcke. So, das, den würde ich auch gerne mitnehmen. 2 kleine Stöcke. Nein! Ah.
Okay, es muss die Reihenfolge sein. Alles klar. Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. So, wir müssen antworten. Kannst du mir ein Feuerzeug geben? Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Nein. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? Yep. I did. You need to do it the old-fashioned way. Alles klar. Der Mann muss... Well, not the best start of the expedition. Was ist das? Kleines Feuer. Neuer Tagebuchantrag. Handbohrer. Drücke N, um das Tagebuch zu öffnen. Ah, kleiner Stock. Handbohrer. Okay, erzeuge ein Feuerwerkzeug. Mhm. C. Herstellen. Alter, wow. So, Nein! Jetzt nimm das mit. Nimm das mit. Okay, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Ach, scheiße. Ziehe den Gegenstand über den Handwerkstisch. Ah, die Gegenstände können nicht. Probiere eine andere Kombination aus. Verstehe. So funktioniert das. So, herstellen. Nein, das war falsch. Warte, wie ging das nochmal? N? So, das heißt, ich muss mit... mit C muss... muss ich das darauf legen? Kleiner Stock. Hm. Das ist echt schwierig. Tagebuch. Herstellen. So, die Machete liegt schon mal drauf. Diese Papiere eine andere Kombination aus. Wo waren das? Was? Ich bin doof. Wahrscheinlich. Warte. Ich hab's, glaube ich. Wir brauchen wahrscheinlich einen großen Stock. Und einen. I need to find something dry. Zieh die Gegenstand. So, ich brauche. Finde Zunder. Für ein Feuerzeug ist Zunder Feuerwerkzeug. Suche nach trockenem wie Blätter oder ein Vogelnest oder Fasern. Habe ich nicht so... Okay, habe ich nicht sowas? Blätter? Kleiner Blätterhaufen. Wir probieren es einfach mal mit dem, oder? Okay, ich muss also die Sachen, die ich... Wo ist jetzt mein... Ah, hier. Nee, das ist falsch. Das lässt sich leider nicht kombinieren. Okay, ich muss also erst was finden. Alles klar. Das heißt, ich muss was trockene Blätter. Ein Vogelnest oder Fasern. Wow. Es ist schon. So die Frage, wo. Das sind Lianen, das ist nicht trocken. Die Frage ist natürlich, wo bekomme ich das her? Ein kleiner Stock. Ja, Vogelnester werde ich wahrscheinlich... Oh, kann man da noch lang gehen? Wir gucken einfach mal. Trockene Blätter, wo finde ich sowas? Da ist noch eine Höhle. Da ist eine Kokosnuss, wie interessant. So, Palmblatt. Kokosnussgrün. Das ist wahrscheinlich aber nicht das, was wir suchen. Trockene Blätter, ein Vogelnest oder Fasern. Kriege ich hier raus? Fasern? Nee. Kann ich vielleicht aus dem Seil Fasern rauskrabbeln? C.
ich das jetzt vielleicht mit einem Machete, Seil? Nee. Das ist auf jeden Fall neu. Was kann ich tun? Was kann ich bekommen, um ein Feuerchen zu machen, liebe Freunde? Aber das, ja, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, denn heute, für heute sind die 20 Minuten rum. Wir haben ein bisschen im Wald rumgelaufen, wir haben ein kleines Feuerwerkzeug hergestellt. So, ich muss ein Vogelnest finden. Das, ihr Lieben, würde ich dann aber gerne in der nächsten Folge machen, denn das war's heute mit der ersten Folge zur Urlaubsedition in Green Hell, in der grünen Hölle. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge morgen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Euer Pulsar. Bis dann. Tschüss.